Hi, Justin Bieber. It's a great pleasure to meet you. I have one question. Who's the beautifulest rapper today for you? Of course, it's myself. Hallo, wer sagt ihr denn, ist heute der schönste Rapper? Karate Andi. Karate Andi? Ja. 3 plus. Kitty Cat. Hi, wie geht's? Hi. Wer ist denn heute der schönste Rapper? Gibt keinen. Ladies, was sagt ihr, wer der schönste Rapper ist? Karate Andi. Karate Andi. Wuhu, Baby. Wer ist denn heute der schönste Rapper für dich? Ey, Karate Andi ist mit Abstand der schönste Rapper, den ich heute gesehen habe. Hallo Ladies. Wer ist heute der schönste Rapper? Du. Wie ist mein Name? Karate irgendwie schon. Das wird heute ein Running Gag, komm. Der schönste Rapper heute Abend. Was sagst du? Ich sag das, was die meisten Leute gesagt haben. Wer ist Karate Andi. Karate Andi, der ist schon hübscher, auf jeden Fall, ja. Wer ist denn der schönste Rapper für dich? Supermord. Okay, und wer ist der schönste Rapper für dich? Auch. Auch? Ja. Was mit Karate Andi? Kenn ich nicht. Der ist doch auch hübsch. Ist schon voll süß. Sag mal ehrlich, wenn du eine Frau wärst, würdest du nicht Karate Andi geben? Wenn ich Frau wäre, würde ich alle bumsen. Ja, okay, das ist meine Aussage. Hallo. Was sagt ihr, wer ist der schönste Rapper heute? Karate Andi. Karate Andi. Karate Andi. Olli Bagno. Der Plusmacher. Also wenn du eine Frau wärst, würdest du den Plusmacher geben? Ich würde mir den Plusmacher richtig geben, ja. Und danach Karate Andi. Oha, also ein Sandwich mit Karate Andi und dem Plusmacher? Ja, das wär ganz geil, ja. Also wenn ihr mir das organisieren könnt, ich bin dabei. Ja. Er wäre dabei. Wir gucken mal, ob wir das organisieren können. Wer ist für dich der schönste Rapper heute? Chef Cat. Ich sehe am besten aus. Okay, und nach dir? Die Sintflut. Es gab auch welche, die haben deinen Namen genannt. Im Ernst? Da gab es einen, der wollte ein Sandwich mit dir und noch einem anderen Rapper. Rate mit wem? Mit Raff. Dann fixst du alles? Nein, leider nicht. Mit wem denn dann? Mit Karate Andi. Mit Karate Andi und mir? Nein, mit Karate Andi und mir, das überlebt keiner ein Sandwich. Das überlebt keiner. Super. Wer ist der schönste Rapper für dich? Wahrscheinlich den ich noch nicht gesehen habe. Ich bin sehr anspruchsvoll. Was ist denn mit mir? Mich hast du auch noch nicht gesehen gehabt bis jetzt. Mach pur. Pur einfach. Aber die Schönheit ist im Auge des Betrachters. In dem Moment, wo ich dich auf der Bühne sehe und da bin, dann werde ich schreien, du bist der Schönste. Aber alle kennen dann deinen Namen. Ja, mein Name ist Karate Andi. Gerade habe ich Andi gesagt, oder? Ja, das ist nur der Name. Wer ist denn der schönste Rapper heute? Karate Andi. Karate Andi Wand. Die suchen da hinten einen schlechten Rapper. Kannst du da hingehen? Die haben nach dir gefragt. Du suchst mich, Digga? Nein, ich such dich nicht. Karate ich suche Andi. Dich. Grüßt euch. Ja. Wer ist für dich der schönste Rapper heute? Du Schwuler. Okay, er da. Mann, okay, ich wollte gerade schon sagen, Mortis. Okay, Mortis, er hat gewonnen. Weißt du, wer führt bei unserer Umfrage? Wer denn? Kommst du niemals drauf? Warte, lass mich überlegen. Kitty Cat. Nein? Okay, fuck, dann Mortis. Auch nicht. Nein, Andi. Wer denn? Du führst. Ja. Ja, glaub ich dir nicht. Du wirst das sehen, das wird später ausgestrahlt. Ich hab einen Haarmund. Wir haben sogar einen Typen gehabt, der wollte einen Dreier mit dir und Plusmacher. Okay, ich bin raus. Okay, da ist er raus. Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Komm vorbei, ich hau dir eine. Was sagst du denn? Wer ist heute der schönste Rapper? Ohne meinen Anwalt sage ich hier gar nichts. Was sagst du? Ich bin die schönste Rapperin. Auf jeden Mann. Und wie ist dein Rap-Name? Presslufthanna. Presslufthanna? Presslufthanna. Warum heißt du so? Wegen deinem Pipi-Strahl? Ja, auf jeden. Boah, krass, Alter. Aber das ist natürlich auch gut hier. Ohrstöpsel auf einer Rap-Veranstaltung ist immer lebenswichtig. Weil die schönsten Rapper sind natürlich nur die schönsten Rapper, nicht die besten Rapper. Und man braucht das halt, um zu überleben den Abend. Beefy ist natürlich auch immer gut. Und von den Rappern, die heute auftreten, wer ist der schönste? Der ist vom Edeka. Der ist hot. Die Frauen, die sagen alle, du hast Style. Kannst du mir irgendwie Style-Tipps geben? Zieh dich einfach an, als würdest du ziehen. Ich muss leider weg, Dicker. Ich kann leider nicht reden. Yeah. Okay. Wer ist denn für dich persönlich heute der schönste Rapper? Kein Rapper ist schön, weil Männer nicht schön sind. Das sind die Parental Advisory Leggings. Ach so, okay. Was sagst du, wer ist heute der schönste Rapper für dich? Ich kann es gar nicht so sagen. Sag doch einen Rappernamen. Chefcat ist schön. So vom Äußerlichen her, ja. Wen würdest du gerne eincremen im Sommer am Strand? Außer Chefcat. Alle? 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 Nee, ernsthaft jetzt. Ja, dann ab zum Strand, alle Mann. Du bist heute der schönste Rapper. Du wirst gekürt.
Wie ist das so? Wie fühlt man sich als schönster Rapper? Als schönster Rapper? Wunderbar. Ich meine, wow, ich ziehe gerade die Krone auf, nur weil ich so betrunken bin. Geil, geil, schön, geil. Es ist einfach wunderbar, das Gefühl, das Feeling, so aufzuwachen, aus dem Suff und sofort ins Rampenlicht geworfen zu werden, so, ne? Und dann schlagfertig zu reagieren, in die Kamera zu schauen und ein bisschen was zu sagen, so, ne? Geiles Gefühl. Sehr schön, das freut mich.